Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Abgeordnete. An der Stelle beantragen wir, die Mittel zusammen zu kürzen, ein Stück weit, die man bezahlen möchte, um die Bundespolizei in Sachsen zum Einsatz zu bringen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit, wenn der Kollege Anton hier zu einem der vergangenen Anträge gesagt hat, dass die AfD-Fraktion sich die Polizei als neues Feindbild herausgesucht hätte. Dies ist keineswegs der Fall. Das, was wir tun, heißt, wir fordern die Durchsetzung von Recht und Gesetz und von der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und das ist die verfassungsmäßige Schranke, und nicht mehr und nicht weniger fordern wir ein. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, Sie können nicht mit der Polizei politische Fehler ausgleichen. Die Polizei ist nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Und wenn die Politik falsche Entscheidungen trifft, unverhältnismäßige Entscheidungen trifft, wie die Ausgangssperre, die das Verfassungsgericht dann wieder kippt, weil es absolut nicht nachvollziehbar ist für den normalen Bürger. Und wenn das die Bürger aufbringt, dann können Sie das nicht auf dem Rücken der Polizei ausbaden. Und ich sage Ihnen auch eins. Gehen Sie vorsichtig ran. Versuchen Sie nicht, berechtigte Kritik in der Bevölkerung mit dem Keim zu ersticken, indem Sie so viele Polizisten in eine Stadt schicken, wie sie eigentlich gar nicht notwendig ist in Anbetracht der Lage. Wir haben friedlichste Spaziergänge, wo Leute unterwegs sind. In Zittau als Beispiel. In Zittau haben Sie, ungefähr 200schaften hingeschickt. 200schaften für nichts. Und als keine Polizei da war, was ist passiert? Nichts. Und als wenig Polizei da war, was ist passiert? Nichts. Und als in Görlitz demonstriert wurde, da standen 2 Polizeiwagen. Und was ist passiert? Nichts. Und wann eskaliert das Ganze? Wenn die Regierung offensichtlich der Meinung ist, den dicken Max raushängen zu lassen und alte Omas in die Büsche zu schubsen. Und genau das wollen wir nicht. Und da fallen die Nordrhein-Westfalen und die Bundespolizei leider in Sachsen auf. Das können wir nicht dulden, das wollen wir nicht weiter. Deswegen werden wir hier ein Zeichen setzen. Vielen Dank.